Am 26. August 2020 besuchte Dr. Stefan Keller, der Oberbürgermeisterkandidat der CDU Düsseldorf, den Gartenbauverband Düsseldorf. Der Gartenbau ist vor allem für die Lebensqualität einer Stadt enorm wichtig. Was will Dr. Stefan Keller als Oberbürgermeisterkandidat tun, um Düsseldorf grüner zu machen? Wir haben ja einen ganz konkreten Vorschlag gemacht und der heißt 5000 neue Bäume für Düsseldorf. Das wollen wir in den nächsten Jahren schaffen. Das ist ein ehrgeiziges Programm, aber wir werden das hinkriegen. Aber genauso ist mir wichtig, dass die Gartenbaubetriebe hier in Flehe, in Volmerswerth und in Hamm eine Zukunft haben. Ich glaube, die regionale Produktion ist wichtig, auch für Düsseldorf. Zum einen, weil der Trend dahin geht und weil wir auch unter Klimaschutzaspekten immer wieder regional produzieren müssen, aber auch, weil die Flächen, die hier für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen, für die Landwirtschaft und den Gartenbau eben wichtig sind. Wir müssen Freiflächen erhalten. Das ist wichtig nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Anpassung an den Klimawandel. Hier geht es um Frischluftschneisen, um Kaltluftentstehungsgebiete und deshalb ist das von zentraler Bedeutung. Außerdem glaube ich, dass diese Betriebe wirklich auch ein Wirtschaftsfaktor in der Stadt sind. Wir müssen dafür sorgen, dass sie gute Rahmenbedingungen haben, um auch weiter produzieren zu können. Das ist für die Stadtentwicklung wirklich wichtig. Düsseldorf wächst und es wird immer mehr gebaut. Diese Verdichtung widerspricht dem Wunsch nach mehr Grün. Wie kann dieser Konflikt gelöst werden? Wir haben immer gesagt, die CDU und auch ich als Oberbürgermeisterkandidat, wir wollen die Stadt behutsam weiterentwickeln. Dieses Mantra des Bauens, Bauens und nochmal Bauens, das ist von gestern. Wir müssen für die Zukunft klügere Lösungen entwickeln, stärkere Abwägungsprozesse, Qualität vor Quantität, das ist wichtig. Wir müssen uns auf die Flächen beschränken oder müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Freiflächen in Anspruch nehmen. Das heißt in erster Linie die Flächen entwickeln, die schon einmal bebaut waren, Industriebrachen beispielsweise, wie auf dem Gelände der Gerresheimer Glashütte. Das ist der richtige Weg. Wir müssen uns auch überlegen, wo wir im Bestand noch ergänzen können, Dachgeschossaufbauten beispielsweise, die Überbauung von technischen Bauwerken, die Überbauung von eingeschossigen Supermärkten. Das sind Potenziale, die wir heben müssen. Das schont die Freiflächen, denn das ist wichtig, wie gesagt, noch einmal für den Klimaschutz, für eine florierende Gartenbauwirtschaft hier im Hamm-Flehe und Volmerswerth, aber eben auch für die Anpassung an den unvermeidlichen Klimawandel und für die Lebensqualität in den vielen Stadtteilen, die noch einen dörflichen Charakter haben, den wollen wir erhalten. Ein wichtiges Thema für die produzierenden Landwirte im Stadtgebiet ist die Infrastruktur und auch die Mobilität. Ja, wir müssen den Betrieben, wenn sie hier weiter produzieren wollen, auch eine vernünftige Verkehrsanbindung gewährleisten. Dazu gehört beispielsweise, dass die Brücke am Aderkirchweg ausgebaut wird. Dazu gehört aber auch ganz einfach, dass in Hamm, Flehe und Volmerswerth nicht die Straßen zugeparkt werden, damit die LKWs da noch durchkommen. Das ist eine unvermeidliche Begleiterscheinung, aber wenn, wie gesagt, noch einmal, wenn wir diese Betriebe am Leben erhalten wollen, und das halte ich für ausgesprochen wichtig, dass hier gute Rahmenbedingungen herrschen, dann müssen wir auch ermöglichen, dass die Betriebe mit ihren LKWs weiter fahren können. Deshalb noch einmal, wir müssen die Infrastruktur ertüchtigen, damit auch diese Betriebe weiter wirtschaften können. Gartenbau und Landwirtschaft erfüllen wichtige Aufgaben in Düsseldorf. Hier kann viel für die Themen Lebensqualität und Umweltschutz geleistet werden.